So. Hier ein Neu-Ulmer, der mich zwingt, eine Straßenbahn in die Halle zu bringen. Ich weiß noch nicht, wie mir das gelingen soll. Bitte schön. Gunther, du würdest einsehen, dass ich vielleicht neben Frau Schiffer sitzen möchte. Ja. Aber du darfst, du darfst sofort neben dem Oliver sitzen. Ja. Dann machen wir das so. Oliver hier, Gunther da, dann Claudia und dann wieder ich. So. Also ihr habt euch auf ganz eigenartige Weise getroffen. Vor dem Ganzen stand nämlich eine Idee. Claudia gehört oder ist wahrscheinlich das Model schlechthin. Es gibt da so 3, 4 in der Spitzengruppe. Die meisten Damen, die so eine Setkarte haben, das ist das, wo also sie bei den Agenturen sich dann bewerben, haben dann schöne Fotos von sich und wenn sie Glück haben, ein Titelbild. Also bei der Claudia sind es nur Titelbilder und zwar also nicht von den schlechtesten Zeitungen. Da ist jetzt die Basler Zeitung gar nicht dabei und L und wie sie alle heißen. Und da sieht man schon, wenn wir das mit der Kamera mal zeigen, sie sieht ja immer ein bisschen anders aus. Schau mal, hier sieht sie also, das ist die Nassausgabe, dann ist sie also hier, ist sie mit ein bisschen mehr. Und hier, guck mal, eins haben wir, ja, da wollte ich dich noch fragen. Da siehst du wirklich aus wie die BB. So, zwei Fragen. Erstens, du bist, muss ich sagen, für ein Topmodel relativ, sagen wir mal, rund. Die meisten sind ja so ganz flach. Ich finde das ja sehr schön. Ist das eine Ausnahme extra deinetwegen? Haben die das mal so durchgehen lassen? Weil die Designer wollen ja alles mehr so ganz flache Mädchen. Oder? Ja, die Mode hat sich verändert. Der Typ war vorher eher sportlich und natürlich. Und es hat sich etwas geändert. Es ist eher glamourös und elegant geworden. Die Typen haben sich ja so sehr verändert. Also man darf schon ein bisschen jetzt auch barocker werden. So kommt so meine Zeit langsam. Claudia, dann der zweite, die zweite Frage. Und die werde ich auch an den Gunther gleich weitergeben. Hier bist du natürlich schon wirklich, also was die BB betrifft, eine sehr, sehr ähnliche Frau. Würdest du sagen, das trifft für dich auch privat zu? Ist es eine zufällige Ähnlichkeit oder bist du tatsächlich mit dieser Frau irgendwie verbandelt, unabhängig jetzt von einem ähnlichen Aussehen? Kennst du sie? Hast du von ihr Filme gesehen? Hast du dich mit ihr beschäftigt oder siehst du einfach halt nur ein bisschen so aus? Nein, es ist also zufällig, dass ich so aussehe wie sie, aber auch nur, wenn ich nach ihr geschminkt wurde. Ich persönlich finde überhaupt nicht, dass ich nachher so aussehe wie sie. Mhm. Wenn ich mit ihr verglichen wäre, natürlich ist das eine große Ehre, denn Brigitte Bardot ist und war eine tolle Frau, eine tolle Schauspielerin und die Kultfigur für Frankreich. Mhm. Und das ist natürlich was ganz Tolles. Aber persönlich, also Charakter, wenn man die Charaktere vergleicht, das ist nichts Ähnliches. Er hat das wahrscheinlich schon getan, Gunther, du kanntest die Dame ja sehr persönlich, warst mit ihr verheiratet. Ja. Hast du tatsächlich, auch wenn du sie siehst, so ein bisschen dieses Déjà-vu-Gefühl oder gar nicht? Also ich muss sagen, Claudia sieht aus wie die Brigitte Bardot, wenn sie es will. Ja. Und dann sieht sie aber wirklich verdammt ähnlich. Was ja keine Schande ist, also das ist, gefällt uns beiden ja nicht. So, jetzt Gunther, wie du an die Claudia geraten bist, ist sicher eine Geschichte, denn du hast ja was vorgehabt. Du fotografierst, hast eine Idee gehabt. Wann kamst du A auf die Idee und wann kamst du B auf Claudia? Ja, also unser Thema war ja Heldinnen, also 12 Heldinnen der Weltliteratur, des Films und der Geschichte. Und ich bin da drauf gekommen, weil ich mir gedacht habe, jedes schöne Mädchen möchte eigentlich mal Heldin sein. Oder eine Heldin darstellen. Und Männer schauen ja auch ganz gern zu Heldinnen empor. Und als Kind haben mir Heldinnen wahnsinnig imponiert. Und da lag es eigentlich recht nah, dieses Thema zu wählen. Das heißt, du hast Claudia in verschiedenen Kostümen, in verschiedenen Situationen als Heldin fotografiert. Ja. Warum gerade Claudia? War es dein Traummodell? Hast du gesagt, wenn ich es mache, dann mit der? Ja, ich muss sagen, ich fotografierte diese ganze Strecke ja für eine Stiftung. Und sollte recht groß angelegt werden. Und da dachte ich ein bisschen so wie ein Hollywood-Produzent, dass man besser einen Star nimmt, der erstens Können mitbringt und zweitens einen Namen, wie sich auf jemand Unbekannten einzulassen. Und eben weil wir manchmal so verbandelt sind durch die Bardot in den Gazetten, habe ich gedacht, das ist auch ein ganz guter Verbund für die Medien und so war es dann auch. Gucken wir uns mal die neuen Fotos an. Das ist also nach dem Motto Heldinnen fotografiert von Gunther Sachs mit Claudia Schiffer.
Was ist das jetzt für eine Heldin? Das war die Erschießung der Mata Hari. Mata Hari. Und das ist die BB, die Wäsche aufhängt. BB, die Wäsche aufhängt. Ja, man erkennt sie an der Hand. Ah, da ist sie. Unzweideutig. Marlene Dietrich. Erkenne sogar ich. Ja. Blaue Engel. Beide des Blauen Engels. Das ist Scheherazade. Scheherazade. Tausend eine Nacht. Ja. Scarlett O'Hara. Jetzt wieder ganz aktuell, zweiter Teil. Das ist die Trümmerfrau. Trümmerfrau, mein Kind, was weißt du für Trümmerfrau? Wir gleich mal Carmen und Carmen, das die Erstechung der Carmen. Lag dir besonders, habe ich gelesen zumindest. Lara. Ist das? Lara. Lara, ja. Und das sind nochmal alle 10 Heldinnen. Aha. Also alle am Stück. Heldinnen der Geschichte. Claudia, hat dir eine Frau besonders gelegen, wo du sagst, das ist eine Heldin? Wo du gesagt hättest, das ist eine Frau, mit der ich mich identifizieren kann, die gibt auch mir was? Also, meine Lieblingsfigur war die Lara aus Dr. Zhivago. Die ist sehr romantisch, ist eine ganz einfache Figur, mit der man sich leicht identifizieren kann. Kleopatra fand ich sehr gut, aber muss ich sagen, es war schwer, sich mit ihr zu identifizieren. Hat vor 2000 Jahren gelebt, ist natürlich etwas schwieriger. Und eine Figur, die ich mich selbst, an der ich mir selbst, die ich sehr bewundere, sagen wir mal so, ist die Isadora Duncan, die ja eine Tänzerin war und immer den Ausdruck ihrer Seele zeigen wollte beim Tanzen und die ja diese tolle Geschichte hat, was heißt tolle, aufregende Geschichte hat, die wurde ja durch ihren roten Schal, der sich im Hinterrad ihres Wagens verfangen hatte, erdrosselt. Ja, das und macht natürlich, dann berühmt. Natürlich, ja. Aber vorsichtig beim Autofahren, Fahrradfahren mit langem Schal. Jetzt also nochmal zu der Idee der Stiftung. Das heißt, wer jetzt sagt, diese Fotos sind toll, die würde ich gerne haben. Ja. Der müsste einen Katalog von dir anfordern, ja. Nachdem wir natürlich auch über diesen Katalog ganz schön Geld reinbekommen könnten und der ja auch an sich einen Wert hat. Wie viele Fotos sind da drin, wie viele Seiten? Da sind, ich glaube, 57 Fotos drin und der hat 16 Seiten in Farbe. Kostet? Und da müsste man 10 Mark in ein Kuvert legen und sie schicken nach Gunter Sachs, Gstaad, Schweiz. Gut. Gunter Sachs, Gstaad, Schweiz, wenn Sie diesen Katalog wollen. Und dann können Sie sich über diese Fotos informieren und können nebenbei was und Gutes tun. Und die 10 Mark kommen natürlich der Stiftung zugute. Ah ja, also ja. Die werden nicht eingesteckt. Also mit Ihren 10 Mark sind Sie auch schon bei der Stiftung dabei. Jetzt zur ersten Wette. Brautkleider, hast du auch schon Brautkleider vorgeführt am Laufsteg? Ja. Ja? Jetzt werden wir einige sehen. Wetten das, Beate Gnazzi mit verbundenen Augen 60 Brautkleider erkennen kann. Das heißt, sie wird nicht sehen, sie wird an diesen Bräuten rumtasten, was wir auch gerne täten, aber nicht dürfen, sondern das macht Beate ganz alleine. Frage, ist es möglich, 60 verschiedene Kleider, Brautkleider, die sich alle irgendwo ähnlich sind, durch Tasten zu erkennen? Ihr würdet euch bitte absprechen und mir dann ein Ergebnis bekannt geben. Ihr habt noch Zeit, weil ich mir natürlich erstmal die ganzen Bräute angucken möchte, um mal zu sehen, inwieweit sie sich ähneln, inwieweit sich die Kleider ähneln. Also jetzt, bitte die Bräute.